Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie mehrere Elemente einfach nebeneinander mit HTML und CSS positioniert werden können. Dazu gibt es mehrere Varianten. Wie das aber möglichst einfach und schmerzfrei funktionieren kann, möchte ich euch hier vorstellen, das Arbeiten mit Float. Unser Ziel ist es, die Elemente auf dieser Seite so zu positionieren, wie wir sie hier sehen. Das Layout basiert auf einer fixen Website-Breite von 960 Pixeln, die mittig positioniert ist. Es gibt einen Header-Bereich mit einer Navigationsleiste und wir haben auch einen Footer-Bereich. Und diese beiden Bereiche nehmen jeweils die gesamte Breite ein, also diese 960 Pixel. Der mittlere Bereich, das ist der kompliziertere Bereich, der ist nochmal in drei Unterbereiche unterteilt. Einmal links eine Sidebar mit einer Subnavigation. In der Mitte ein Content-Bereich und rechts ein Bereich mit Bild und Bildunterschrift. Im ersten Schritt benötigen wir jetzt hier die Breiten der drei Elemente, ja, die hier nebeneinander positioniert werden sollen. Die Sidebar, die bestimmen wir einfach aus dem Layout heraus, dass das 200 Pixel sein werden. Der rechte Bereich mit dem Bild, der soll 250 Pixel einnehmen und der mittlere Bereich berechnet sich jetzt ziemlich einfach aus dem Gesamtbreite 960 Pixel minus die 200 Pixel aus der Sidebar und rechts der Bereich mit 250 Pixel und da bleiben genau 510 Pixel übrig, sofern wir wie hier momentan ohne Margins arbeiten. Außerdem müssen wir noch wissen, wie wir jetzt diese Elemente im HTML ansprechen können, beziehungsweise im CSS ansprechen können. Dazu schauen wir uns das HTML an, was ich hier gebaut habe. Wir haben hier den Header mit der Überschrift und der Navigationsleiste. Ganz unten der Footer, ganz einfach mit dem Copyright. Und der mittlere Bereich ist in ein Div gepackt, wobei in dem Div drei Kindelemente drin sind, die Sidebar, Aside und die beiden anderen Bereiche sind jeweils mit Section ausgezeichnet. Der Side-Tag wird hier nur einmal im Dokument verwendet, deshalb können wir den direkt ansprechen und brauchen keine ID oder eine Klasse. Die anderen beiden Sections, der Haupt-Content-Bereich und der Bereich für das Bild, haben jeweils eine ID bekommen. Die ID Main für den Content-Bereich und ID Build für den Bildbereich. So können wir jetzt im CSS natürlich diese Elemente ansprechen. Und als erstes werden wir im CSS jetzt erstmal die Breiten definieren für diese Elemente, das heißt die Aside, also die Sidebar ganz links, bekommt eine Breite von 200 Pixel. Das Bild, so rechts der Bereich, bekommt eine Breite von 250 Pixel. Und der mittlere Bereich, der Main-Bereich, bekommt die berechnete Breite von uns von 510 Pixel. Das schauen wir uns jetzt mal im Browser an. Das ist also unser Ausgangsbereich jetzt. Wir haben den Header und den Footer vom Styling her schon bereit. Die Breite ist auch fix mit 960 Pixel. Unsere drei Elemente haben jetzt die Breiten bekommen, sehen wir recht gut dann durch die Hintergrundfarbe, die hier verwendet wurde. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch mit Float zu arbeiten. Und zwar bekommen alle drei Elemente die Eigenschaft Float Left. Was passiert bei Float Left? Ich sage dem Element, auf das ich Float Left setze, dass es links positioniert bleiben soll und alle nachfolgenden Elemente sollen rechts das Element umfließen. Ich das jetzt speichere und dann die Seite neu lade, sehen wir, dass die Elemente die fixen Breiten haben, die wir angegeben haben, und dass die drei Elemente nebeneinander gefloatet sind. Damit wären wir eigentlich schon fast fertig. Das einzige Problem, was wir jetzt hier haben, ist der Footer-Bereich. Der Footer-Bereich wird einfach weiter neben die Elemente gefloatet. Er sucht sich halt seinen Platz, weil die oberen drei Elemente ein Float Left bekommen haben. Das heißt, sie erlauben es, neben sich
Elemente zu positionieren. Das wollen wir allerdings für den Footer fix verhindern. Hier arbeite ich jetzt mit dem Clearfix Hack von Nicholas Gallagher. Den habe ich mir hier schon oben reinkopiert. Der ist auf der Webseite, die hier gerade eingeblendet ist, zu finden. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch im HTML hergehen und mir das übergeordnete Element von meinen drei Elementen suchen, die gefloatet sind, beziehungsweise gefloatet werden. Und das ist dieses Div-Element. Und diesem Div-Element gebe ich jetzt die Klasse CF zum Clearfixen. Damit wird unter anderem die Eigenschaft ClearBose an die entsprechenden Elemente gehangen. Und damit wird der Elementfluss wiederhergestellt, der regulär im HTML vorgesehen ist. Und damit sind wir am Ende und haben unsere Elemente relativ einfach und schmerzfrei gefloatet.